habe noch nie in meinem Leben so viele Storchennester gesehen. Die werden auch gepflegt, damit die Störche da weiterbrüten. Wie bitte? Die werden auch gepflegt, damit die Störche da weiterbrüten tun. Brüten tun? Genau. Tut mir wirklich sehr leid, aber ich kann Ihre Reservierung nicht finden. Sind Sie sicher? Ich habe gestern Mittag aus Köln angerufen. Also da ist meiner Kollegin leider ein Fehler unterlaufen. Wir sind die nächsten 2 Nächte komplett ausgebucht wegen einer großen Hochzeit. Das ist nicht Ihr Ernst. Vielleicht versuchen Sie es am Storchenhof Brandl. Das ist wirklich auch sehr schön. Also entschuldigen Sie, wenn ich da hätte wohnen wollen, hätte ich da reserviert. Also ab Donnerstag hätten wir ein sehr schönes Doppelzimmer für Sie. Ich will aber kein Doppelzimmer und schon gar nicht am Donnerstag. Soll ich bis dahin hier im Foyer schlafen oder was? Danke. Soll ich Ihnen vielleicht ein Taxi rufen? Nicht schon lange leiden. Ja, so, du so mich? Ja, ja, pass auf. Bitte schön. So, warte mal, gib da noch eins. So, brav, brav, brav. Servus, Harald. Simone. Hallo, Ildi. Hallo, Simone, schon zurück? Dich vermisst. Du. Es war traumhaft, so ein paar Tage einfach ins Blaue zu fahren. Das geht dir auch ganz gut. Ich brauche das nicht. Ich habe hier Abwechslung genug, siehst du doch. Hast du Hunger, Simone? Und wie? Ich habe noch Zwiebelrostbraten, ne, geh auf Zeiten. Bist dein Schatz, Ildi. So. Und das war's schon. Hopp. So, ist ja gut. Bis gut. Hallo. Kann ich helfen? Ja, ich bräuchte ein Zimmer für... Also, Gustav, jetzt geh auf die Seite. Jetzt geh schon. Oder höchstens... Sie müssen den neugierigen Experten entschuldigen. Was hat er denn? Er ist im Zaun hängen geblieben und hat sich einen Kratzer am Bein geholt. Aber nichts Schlimmes. Gehören die Störche alle Ihnen hier? Nein. Die kommen jedes Jahr hierher und brüten. Der Storchenhof ist im Sommer ihre Heimat. Das kann ich verstehen. Ihr Hof ist ja auch besonders schön. Danke. Ich bin übrigens Harald Brandl. Maria Graf. Wir haben ein sehr schönes Zimmer im ersten Stock. Entschuldigen Sie, ich... Gibt es hier eine Nina? Sie kennen Nina? Nein, aber ich müsste dringend mit ihr sprechen. Worum geht's denn? Nina ist meine Nichte. Ach so. Ja, also, es geht um meinen Sohn, Paul. Ach, Paul Graf, der Architekt. Sie kennen ihn? Ja, kennen ist übertrieben. Also, diese Postkarte war vorgestern in seinem Briefkasten. Paul, du wirst demnächst Vater, du wirst vom Jugendamt, Nina. Knackig formuliert, muss man dir lassen. Also, ich finde das nicht komisch. Wann sollte mein Sohn denn Vater werden? In 4 Wochen. Oh Gott. Aber warum denn gleich das Jugendamt? Ich meine, man sollte doch zuerst miteinander reden, oder? Stimmt. Aber warum ist dann Ihr Sohn nicht gleich selber gekommen? Ja, weil er gerade in Shanghai ist. Und weil ich ihn auch nicht erreichen kann, verdammt nochmal. Entschuldigung, wo kann ich Nina finden?
Bring sie hin. Alex! Wo ist denn Nina? Die kommt gerade rein. Ah, da kommt sie schon. Das ist Nina? In dem Zustand segelt die noch? Nina! Hey! Der Katamaran ist ein Traum! Sprich mich nicht drauf an. Hier treibst du dich rum. Grüß Gott. Hallo. Das ist mein Sohn, Martin. Martin, Maria Graf. Ein neuer Gast. Herzlich willkommen. Danke. Nina, das ist Maria Graf, die Mutter von... Du musst die Tage unbedingt mal mitkommen, dann siehst du, was für eine großartige Investition Nina. Dieser Katamaran war. Das ist Pauls Mutter. Welcher Paul? Wie, welcher Paul? Hatte sie mit mehreren Pauls eine Affäre? Selbst wenn, geht sie das was an? Nein, natürlich nicht. Aber sollte mein Paul der Vater ihres Kindes sein, dann schon. Das sehe ich anders. Nina, bitte. Was ist das überhaupt für eine Art, ne? Eine Postkarte zu schicken? Und das so kurz vor der Geburt? Sie lesen seine Post? Ich habe gewusst, dass diese Postkarte eine Scheißidee war, hätte ich die bloß nicht abgeschickt. Ich habe nur gesagt, sie soll ihm schreiben. Endlich. Hallo. Ich versuche seit Jahren, dich zu erreichen. Was gibt's denn? Paul, ich bin in deiner Wohnung gewesen und hab die Blumen gegossen. Ich hab dir doch gesagt, dass du das nicht machen brauchst. Ich habe eine Putzfrau, die sich um alles kümmert. Deine Blumen waren vollkommen vertrocknet. Ja. Wie gut, dass ich eine Mutter hat, die sich wirklich um alles kümmert. Ja, da kannst du wirklich froh sein. Ich hab nämlich auch deinen Briefkasten ausgeleert. Paul. Kennst du eine Nina? Aus Rust am Neusiedler See? Hallo? Paul? Nina? Ja, sie hat dir eine Postkarte geschrieben. Mama, egal was sie schreibt, es interessiert mich nicht. Du, ich muss Schluss machen. Danke, dass du dich gekümmert hast, ja? Hallo? Sorry, let's continue. Servus. Ist mit Ihrem Zimmer alles in Ordnung? Ja, danke. Es tut mir leid wegen vorhin. Ich war da ein bisschen nervös. Ja, Nina kann manchmal ganz schön impulsiv sein. Ja. Sie offensichtlich auch. Ich würde gerne noch mal mit Nina sprechen. Entschuldigung. Ich will nicht, dass das alles übers Jugendamt läuft. Das will, glaube ich, niemand. Ja. Warum hat Ihr Sohn sich denn nie zurückgemeldet? Wieso? Hat Nina denn versucht, ihn zu erreichen? Ja, natürlich. Das verstehe ich nicht. Paul ist ein sehr verantwortungsvoller Mensch. Codera demonstrandum. Also, wenn Sie was überweisen wäre, meinen sollten, dann würde es heißen quod esset demonstrandum. Ehrlich? Mhm. Tante Ildi! Wann hörst du endlich auf, so zu tun, als wärst du noch Anfang 20? Wenn ich Ende 20 bin. Erdäpfelsuppe. Na, Finger weg. Bleiben Sie zum Abendessen? Nein, sie hat leider schon etwas vor. Was? Und was ist mit Ninas Eltern? Die sind bei einem Autounfall verunglückt, als Nina 13 war. Ich habe Nina damals zu mir genommen, damit sie nicht auch noch ihre Heimat verliert. Ja, Heimat. Heimat ist wichtig. Ja. Das ist ja wunderschön.
Diese Musik habe ich seit ewigen Zeiten nicht mehr gehört. Sind Sie eine heimliche Liebhaberin von ungarischer Volksmusik? Naja, meine Mutter hat diese Lieder immer gesungen. Da war ich noch ganz klein, also das war bevor wir von Ungarn nach Deutschland... Ach, Sie haben ungarische Wurzeln? Ja. Meine Eltern kommen aus Pécs, ursprünglich. Das ist eine kleine Stadt im Südosten Ungarns. Kurz nach dem Einmarsch der Sowjets sind wir von Ungarn nach Deutschland geflüchtet. 1956. Da war ich noch ein kleines Kind. Aber diese Musik, die habe ich nie vergessen. Das macht mich jetzt ganz melancholisch. Was ist denn jetzt los? Schenken Sie mir diesen Tanz. Oh, gern. Reist du immer der Post deines Sohnes hinterher? Nein. Ich weiß auch nicht. Ich wollte einfach sofort losfahren. Ich musste hierher kommen, ins Burgenland. Vielleicht Heimweh? Ach. Na, ich meine, das Burgenland bis 1918 zu Ungarn gehen. So alt bin ich nur auch wieder nicht. Nein, es ist, weil hier kommt bald das Kind meines Sohnes zur Welt. Kein Sternenhimmel heute. Wenn du noch ein paar Tage bleibst, dann verspreche ich dir, dass du Sterne zu sehen bekommst. Gute Nacht, Harald. Gute Nacht. So geht das nicht. Entschuldigung, ich wollte niemanden aufwecken. Hoffel auch ein Breschen, Elep, Kelfel, Kenje. Nemi Sam, Hotsevetnek, Korabon, Felkeni, Minten. Sie sprechen Ungarisch? Ja, ein bisschen. Aber ich kann Ihnen auch mit Finnisch weiterhelfen. Finnisch? Ja, wozu braucht ihr denn sowas? In Finnland? Und für meinen Beruf? Ich bin Übersetzerin. Aha. Fäge denn dein Wort Zuckerroll? Zuckerrollkühe. Kale. Gerne mit Milch. Ich verstehe nicht, warum du auch noch den Rest des Hauses. Fleischig, Schlimm genug, dass ich dieses Hightech-Zeug in meinem Büro habe. Ich will damit nicht auch noch meine Gäste belästigen. Papa, Highspeed-Internet ist Standard. Mein altes Modem hat einwandfrei funktioniert. Ja, weißt du, Brieftauben haben wahrscheinlich auch irgendwann mal funktioniert. Genau. Also bring jetzt mal den Kasten bei mir zum Laufen, dann sehen wir weiter. Guten Morgen. Gut geschlafen? Ja, danke. Wo willst du denn hin so früh? Wer? Ich? Ja, du. Wo willst du denn hin so früh? Zu Nina. Ich fahr dich. Danke. Ach, schade, ich dachte, wir frühstücken gemeinsam. Morgen. Holen wir nach, versprochen.
Ach, ich habe euch ja noch gar nicht vorgestellt. Das ist Simone, Ninas Hebamme. Simone, das ist Maria Graf, die Mutter von... Paul, dem Vater von Ninas Kind. Ich habe schon gehört. Ja, sorry, aber morgen weiß es sowieso das ganze Dorf. Es freut mich. Ja, mich auch. Dann wir. Ja, kann ich das hier lassen? Martin, kümmere dich drum, bitte. Ja? Du, wenn du willst, dass das mit dir und dem Papa noch was wird, dann solltest du mit ihm reden. Ach, ich kenne ihn doch, ich kann warten. Hoffentlich ist deine Freundin jetzt nicht enttäuscht. Ich kann ja auch zu Fuß gehen, das macht mir nichts. Erstens ist Simone Ninas Hebamme und nicht meine Freundin. Und zweitens läuft sie schon nicht weg, da bin ich mir bei dir nicht so sicher. Außerdem will ich dir noch was zeigen, komm. Schon mal hier gewesen. Vielleicht in einem früheren Leben. Ja, vielleicht. Abholen. Nein, lieber nicht. Viel Glück. Danke. Guten Morgen, Nina. Morgen. Ich möchte mich entschuldigen wegen gestern. Das mit den Affären, mit den verschiedenen Pauls, das war natürlich gemein von mir. Was ich wirklich sagen möchte, ist, dass ich mich sehr freue. Und dass ich gerne da sein möchte für Sie und das Kind. Und es wäre ja auch mein Enkelkind, oder? Kaffee? Oh ja, gerne. Geh mal rein, dann an der Ruhe. Bin dann mal weg. Tschüss. Servus. Hallo. Sind Sie, wohnt er hier mit Ihnen zusammen? Ja. Milch, Zucker? Egal. Alex ist mein Mitbewohner. Nicht der Vater meines Kindes. Das ist Paul. Das will ich auch hoffen. Das hätte ich mir die lange Reise hierher sparen können. Bitte. Danke. Nina. Ich weiß, es ist alles schwierig und sehr überstürzt, aber... Sie meinen das sicher nur gut, aber ich brauche keine Familie aus Köln. Wirklich nicht? Sind Sie da sicher? Es tut mir leid, wenn es eine Enttäuschung für Sie ist, aber ich habe Sie nicht gebeten, herzukommen. Ja, das weiß ich. Ich bin ja auch nicht ganz freiwillig hier. Außerdem will ich mit meinem Kind eine Weltumsegelung machen. Einmal die komplette Barfußroute rauf und wieder runter. Von den Kanaren rüber in die Karibik, durch den Panama-Kanal und dann weiter nach Neuseeland. Tolle Route. Würde ich gerne mitsegeln. Und beim ersten Windstoß fliegt dann das Kind über Bord. Pass schon auf mein Kind. Nina, haben Sie wirklich eine Ahnung davon, was da alles auf Sie zukommt? Es wird schon passen. Und hat Paul bei Ihren Entscheidungen auch was mitzureden? Ich mit Paul, nicht mit Ihnen. Warum hören Sie nicht einfach auf, sich einzumischen?
Nina, wir müssen eine Regelung finden, die für alle gut ist. Wir? Wir müssen gar nichts. Wir gibt's nicht, hat's nie gegeben. Haben Sie das verstanden? Ja, das habe ich verstanden. Gut. Ja. Gut, dass wir darüber geredet haben. Ja. Mama, ich habe doch gesagt, ich melde mich. Wann? Nächstes Jahr? Jetzt hör bitte auf, aus allem gleich ein Drama zu machen, ja? Also, Paul, ich bin jetzt gerade nicht das Drama, das ist Nina. Ich hab dir auch gesagt, dass mich das nicht weiter interessiert. Und ganz ehrlich, ich verstehe überhaupt nicht, warum du mir deswegen hinterher telefonierst. Paul, du wirst Vater. Wie, ich werd Vater? Ja, wie? Nina kriegt ein Kind von dir. Und sie will das Jugendamt einschalten. In welchem Monat ist sie denn? Im 8. Tja. Moment, bist du jetzt gerade bei Nina in Rust? Ach, natürlich, was denkst du denn? Paul, warum hast du dich eigentlich nie bei Nina zurückgemeldet? Weil sie mich sitzen gelassen hat, Mama, deswegen. Wie? Ich habe 2 Tage in Paris auf sie gewartet und sie ist nicht gekommen. Ihr habt euch in Paris kennengelernt? Nein, das war 3 Monate vorher in Thailand. Ja, und danach hat sich Nina nicht mehr bei dir gemeldet. Doch. Ja, wie jetzt? Pass auf, sie hat mir noch eine E-Mail geschrieben, aber ohne ein Wort der Entschuldigung. Paul. Was? Du wirst Vater. Ich werde Großmutter. Wir müssen das mit Nina klären. Nein, nein, ich kläre das. Du fährst nach Hause, ja? Du wirst mich ja brauchen, das kannst du mir glauben. Ich werde alles regeln. Bitte tu mir den Gefallen und fahr nach Hause. Was hast du gesagt? Mama! Mama, hörst du mich? Mama! Ich kann dich nicht mehr hören. Mama! Wollen Sie mitfahren? Sie schickt der Himmel. Ich weiß. Wie war's bei der Nina? Nicht so gut. Sie ist ganz schön schwanger zurzeit. Ja, allerdings. Wir sollten die Simone fragen, ob da ein Kraut dagegen gewachsen ist. Ja.
Wohnt die Simone auch im Storchenhof? Nein. Die übernachtet nur bei uns, wenn sie in der Nähe eine Geburt gehabt hat. Und mein Vater hat sie sehr gern. Wieso? Nix. Nur so. Wie lange wollen Sie eigentlich noch in Rust bleiben? Bis das mit Nina geklärt ist. Könnten Sie mich bitte hier rauslassen? Zum Storchenhof ist aber schon noch ein ganz schönes Stück. Ich weiß, macht nichts. Danke fürs Mitnehmen. Passt schon. Schönen Tag. Danke Ihnen auch. Was ist denn, Ildi? Olvan Harald? Jetzt weiß ich, was wir machen. Wir segeln nach Mörbisch und dann könnten wir uns bei dem Seefestspielen endlich mal wieder einen richtig schönen Abend machen. Nur wir zwei. Gibt's da überhaupt noch Karten? Bah, das ist ein Klumper, das gibt's nicht. Ich könnte mal meine Kontakte spielen lassen. Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Du störst nicht? Ich habe schon befürchtet, Nina hat dich im See versenkt. Nein, hat sie nicht. Ich muss los. Servus. Servus. Ich wollte nur fragen, ob ich noch ein, zwei, drei Nächte länger bleiben könnte. Na. Du musst sogar. Kennst du diese Hütte ganz versteckt im See? Hohes Schilf? Seeweg 15 steht auf einem Schild? Klar. Die gehört dem alten Nachbarn, da war ich als Kind oft. Auch Martin und Nina haben da noch gespielt. Warst du da? Ja, ich bin da zufällig vorbeigekommen. Die kam mir auch so bekannt vor. Vielleicht warst du ja wirklich schon mal hier. Ja, aber da müsste ich mich doch dran erinnern, oder? Frag deine Eltern. Ich habe mich viel zu spät für meine Herkunft interessiert. Meine Eltern kann ich leider nicht mehr fragen, die sind schon lange tot. Was ich weiß, ist, dass sie meinetwegen aus Ungarn geflüchtet sind. Mein Vater hat sich auf unzähligen Baustellen totgeschuftet. Meine Mutter... Ja, damit ich eine Zukunft habe. Meine Eltern haben alles für mich getan. Das ist das Einzige, was ich wirklich weiß. Komm mal her. Oh, Entschuldigung. Bin sofort wieder weg.
Danke. Das macht mich wie wir Palatschinken, wirklich. Was? Nix. Ich glaube, das wird die Simone anders sehen. Wieso Simone? Spinnst du? Außerdem kümmere dich bitte um deine eigenen Angelegenheiten, ja? Ja, gern. Dann wird es den Storchenhof aber bald nicht mehr geben. Da sind übrigens die Belege. Wie immer fehlen ein paar. Alles markiert. Wiedersehen. Martin. Entschuldige. Passt schon. Meine Herren. Caramellisato o Kapusta? Der Vicetta schön Bohnen Zuckerroll. Das ist ein Kniff, den ich von meiner Großmutter habe. Nennt er das Onion, wie meine liebe Mutter, aber mit weißem Zucker. Ungarisch müsste man können. Dann hätte ich jetzt endlich das Rezept für die Krautfleckerl. Ich musste Ungarisch auch erst wieder mühsam lernen. Meine Eltern wollten nach unserer Flucht nur noch Deutsch mit mir reden. Also sie haben sich bemüht. Wirklich? Hallo. Sie sind immer noch da. Ja. Es nervt. Nina, es reicht. Maria ist mein Gast. Also bitte. Gut, dann gehe ich wieder. Alex? Ich bin gleich wieder da. Nina! Also so geht's nicht. Nein? Na, ich weiß, dass dir im Moment alles zu viel ist. Aber es wird Zeit, dass du den Tatsachen ins Auge schaust. Ich schaue den Tatsachen ins Auge. Aha, indem du jedem Gespräch aus dem Weg gehst und kurz vor der Geburt noch einen sündhaft teuren Katamaran liest. Den Katamaran brauchen wir, um den Kundenkreis unserer Segelschule zu erweitern. Nina, du bekommst ein Kind. Ah, gut, dass du das sagst. Du hast keine Ahnung, wie sich dein Leben mit dem Kind verändern wird. Ich werde es schon hinkriegen. Wenn du so weitermachst wie im Moment, habe ich da leise Zweifel. Hör endlich auf, dir Sorgen zu machen. Ich bin kein kleines Kind mehr und du bist nicht mein Papa. Ach, gut, dass du das sagst. Es wäre trotzdem schön, wenn du die Menschen, die dich lieben, nicht permanent vor den Kopf stößt. Schwangerschaftshormone hin oder her. Was hat Maria eigentlich damit zu tun? Nein. Du hast dich in sie verliebt? Sehr super. Komm, das hat doch überhaupt nichts damit zu tun. Dann ist sehr gut. Schönen Abend noch. Wiedersehen. Okay. Guten Abend. Guten Abend. Alles in Ordnung? Ja, das wird schon wieder. Kinder, ich glaube, wir brauchen jetzt dringend einen U-Hudler. Unbedingt. Bin schon unterwegs. Ja, natürlich, Ildi. Sie arbeiten noch mitten in der Nacht.
Naja, ich bin ziemlich im Verzug hier mit meinen Übersetzungen. Das ist ja das Gute an der Arbeit, sie läuft nie davon. Ja, das ist wahr. Die meisten der alten Fotos habe ich für die Ausstellung im Stadtmuseum zur Verfügung gestellt. Aber vielleicht erkennen Sie wieder etwas darauf. Hm? Sie haben doch nicht etwa gelauscht vorhin, Ildi? Na, das will ich mir nicht erlauben. Sind Sie das? Mhm. Mit Elf. Fesch, was? Sehr fesch. Da auch. Hübsch. Ich war vollweise. Haralds Eltern haben mir während dem Krieg Arbeit gegeben. Seitdem bin ich auf dem Hof. Und für alle Tante Ildi. Das hier, das ist Harald als Baby. Und das sind seine Eltern. Sehr feine Leute waren das. Sehr schön. Also schauen Sie sich das in Ruhe an und vielleicht finden Sie was. Ja. Ninas Segelkurs fängt morgen an. Ich glaube, da sind noch ein paar Plätze frei. Danke, Ildi. Küsse nimm Sepp. Rock und Leike, Gdorschrock esse. Das hat meine Mutter immer gesagt. Rokon Lelkek Torchonokösse. Verwandte Seelen müssen zusammenhalten. Eine weise Frau, ihre Frau Mutter. Gute Nacht. Gute Nacht, Edi. Jetzt gibt es noch die Kursunterlagen für jeden. Das ist das Infomaterial. Da steht alles drin, was ihr wissen müsst, auch für die Prüfung. Er teilt sich das da am besten. Bitte gut durchlesen, ja? Hier gibt es auch noch eins. Hallo, guten Morgen. Ich habe zu tun. Ja, ich auch. Ich habe hier eine Anmeldebestätigung für den Segelgrundkurs. Das ändert aber nichts. Nein, natürlich nicht. Danke. Hier ist noch ein Platz. So, wir fangen am besten direkt gleich an mit Praxis und Theorie in einem. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr gleich unterbrechen. Alles klar? Ja, ich habe eine Frage. Bitte. Warum sind Sie nicht in Paris gewesen? Wenn Sie dabei sein wollen, dann nach meinen Regeln. Gut, okay. Entschuldigung. Wer von euch war denn schon einmal segeln? Also viele gleich. Das ist ja super, dann können wir eigentlich direkt anfangen, oder? Ildi, was ist das für ein Lied? Marof, Marof, das ist ein altes Volkslied der Roma. Ich hab's in meiner Jugend gelernt. Hier hast du dich versteckt. Segeltheorie. Das ist würdig und recht. Ja, ich will mich ja nicht blamieren. Kluge Idee. Das ist noch eine Stunde, dann ist Feierabend. Wieso? Wir haben was vor. Aha. Als Kind bin ich oft im Boot auf den See raus. Hab den Geräuschen der Tiere und dem Wind zugehört. Oder ich habe mich auf den Steg gelegt und in die Sterne geschaut. Das war das Schönste für mich. Ein echter Naturbursche. Genau. Ich bin ein wandelndes Klischee. Stimmt. Du bist nie weg von hier? Nicht mal für ein paar Jahre oder so? Wozu? Hier ist der schönste Platz der Welt. Und jetzt bin ich schon wie ein alter Baum. Der lässt sich nur ganz schlecht verpflanzen. Für einen Baum bist du noch lange nicht alt.
Maria. Mhm. Weißt du, was komisch ist? Ich hab das Gefühl, als würde ich dich schon ewig kennen. Mir geht's genauso. Und vielleicht war es ja Schicksal, dass du die Postkarte gefunden hast. Und nicht Paul. Ich glaube nicht an Schicksal. Bist du dir das sicher? Nein. Otar Ocsillagos Ég. Das ist ein ungarisches Sprichwort. Die Grenze ist der Sternenhimmel. Die Grenze ist der Sternenhimmel. Einen Schluck Wein? Unbedingt. Wir können doch nicht die ganze Nacht hier rumliegen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ah. Gut geschlafen? Das weiß ich noch nicht. Kaffee ist in der Hütte, wenn du magst. Oh ja, Kaffee. Maria, wo bist du? Wo hast du die denn her? Da aus der Blechdose da. Das war meine Schatzkiste als Kind. Die Kette, die hat ein kleines Mädchen für mich gemacht. Du bist Marika, meine kleine Marika. Und du, du bist mein großer Freund, mein Beschützer, mein Harika. Ja. Wir haben hier gespielt, oder? Wir haben Mann und Frau gespielt. Ja. Ich habe immer gedacht, meine Erinnerungen an den großen See, an das riesige Schilf, das waren Erinnerungen aus meiner Kindheit in Ungarn. Aber das war ja alles hier.
Kein Wunder, dass mir hier alles so vertraut vorkommt. Ich bin ja wirklich schon mal hier gewesen. Und dann bist du mit deiner Familie plötzlich verschwunden. Von einem Tag auf den anderen. Warum? Ich weiß es nicht. Meine Eltern haben mir nie erzählt, dass wir übers Burgenland Ungarn verlassen haben. Auch später nicht. Die haben mir überhaupt nie irgendwas erzählt. Die haben mir nie irgendwas erzählt. Maria! Maria, du glaubst nicht, was ich gefunden habe. Maria? No, I had to fly to Europe because of urgent family matters. Yes, you can reach me anytime. Xie Chen. Segelkurs. Sie haben Glück, es ist unser letztes Zimmer. Zimmer Nummer 10, da gleich die Treppe, erster Stock rechts. Einen schönen Aufenthalt bei uns, Herr Graf. Danke. Nina, ich nehme das nicht wieder mit. Ich hasse Kräuterdienst, das weißt du ganz genau. Es wäre trotzdem gut, wenn du ab jetzt bis zur Geburt täglich ein paar Tassen trinkst. Ja, ich mache auch drei Kreuze, wenn die Frau wieder weg ist. Und ich erst. Ich muss. Ruf mich an, wenn was ist und pass auf dich, ja? Ja. Hallo. Hallo. Entschuldigung, ich habe mich verspätet. Alex ist schon weg. Und ich habe ehrlich gesagt gehofft, sie würden kneifen. Na gut. Jetzt warten's. Wie bitte? Wenn Sie wollen, drehen wir zwei eine Runde miteinander. Wir beide? Sie und ich? Und Sie so hochschwanger? Das schaffe ich gerade noch. Ziehen Sie erstmal Ihre Schuhe aus und ich hole Ihnen eine Weste. She wraps her letters up with fingernails and reads them all to herself. She hangs her walls with bits of cellophane. What a perfect day. Hey. Das nächste Wendemanöver machen Sie? Ich? Ich kann das gar nicht. Sie haben einen Segelkurs gebucht, also kriegen Sie auch einen Segelkurs. Kommen jetzt auf meine Position, das Vorschub können Sie loslassen. Gut. Ruder hier hinten am Rücken halten, auf der Position bleiben. Auf der Position bleiben. Großschritt einfach festhalten. Ich wandere über auf Ihre Position. Moment. Ja. So, und auf Kommando, Ruder wegdrücken,
Großschot einfach halten und warten, bis der Mast drüber gekommen ist. Ja, weiter, weiter. Den Traum. Fürs erste Mal wirklich ganz gut. Noch nie ein Segelwunderkind gesehen? Anziehen. Ich konnte nicht nach Paris fahren. Ich habe nicht gewusst, ob das geht mit Paul und mir und ob ich das Kind überhaupt will. Lieben Sie meinen Sohn? Was? Nein. Darum geht's doch gar nicht. Nein? Nein. Aber Sie erwarten ein Kind von ihm. Ja. Ich bin sicher, wenn Paul das gewusst hätte, dann wäre er doch sofort bei ihm gewesen. Dass man schwanger ist, schreibt man doch nicht einfach in einer E-Mail. Ja, aber auf eine Postkarte. Hm? Mein Gott, ja, das war blöd, bitte anziehen. Ja. Ich schaffe das auch alles alleine, ja? Ja, natürlich schaffen Sie alles alleine. Sie können einem ganz schön auf die Nerven gehen, wissen Sie das? Ich glaube, es ist wirklich besser, wir drehen jetzt um. Klar zur Wende? Ja, klar zur Wende, natürlich. Wunderbar. Ruder drücken, ja? Und locker lassen ein bisschen. Locker lassen. Bitte schön, hoffentlich saufen wir ab. Ruder festhalten, bitte. Ja, ist gut. Wir saufen nicht ab. Ja, ist doch gar nicht so schlecht, oder? Nein, ist gar nicht so schlecht. Tante Ildi, wo hast du denn die alten Fotoalben versteckt? Habe ich dem Stadtmuseum geliehen, weißt du doch. Ist ja nicht ein bisschen Strudel zum Schlag übers Essen. Sag mal, was ist denn los, Hurricane? Kannst du dich noch an die Flüchtlingsfamilie aus Ungarn erinnern, die Frühling, Sommer 1956 hier war? Die Familie mit dem kleinen Mädchen. Die hatten nur ein Kind. Ach, du meinst das Ehepaar, das in der alten Schule einquartiert war und die Tochter von... Die Maria, die gerade bei uns hier wohnt, und ihr Sohn hat mit unserer Nina... wenn es Sachen gibt, mein Gott. Manchmal ist die Welt doch ein Dorf. Hm? Ja, oder dass das Schicksal Menschen und Dinge zusammenführt, die zusammengehören. Hm. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich Marika jemals wiedersehe. Oh, hier. Oh, je. Ein Tisch. Marika. 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 Ich habe immer frisches Obst und Gemüse rüber in die Schule gebracht und dann habe ich dir immer die Zöpfe geflochten und dein Vater war ein so fescher Kerl. Und alle Madel waren in den hübschen Herrn Lakatosch verschossen. Nein, mein Vater hieß nicht Lakatosch, der hieß Farkas. Meine Eltern hießen Aranka und Kaspar Farkas. Nein, 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 das weiß ich ganz genau. Ihr habt Lakatosch geheißen und deine Mutter hat immer diese wunderschönen Roma-Lieder gesungen. Waren das Roma-Lieder, die meine Mutter gesungen hat? Mhm. Aber wir waren doch keine Roma. Ich,
Meine Eltern waren keine Roma, das müsst ihr doch wissen. Ja, denn dann habe ich euch verwechselt. Entschuldigung. Aber das Ganze ist ja auch schon fast ein Leben her. Ja, Eldi. Wie groß sie geworden ist. Du kannst jetzt nicht abreisen. Du hast doch gerade erst wiedergefunden. Ich habe mir damals so gewünscht, dass du wiederkommst. Ich habe dich so vermisst. Bin jeden Tag zur Hütte, weil ich dachte, vielleicht bist du ja wieder da. Ich habe hier nichts verloren. Es war ein Fehler, hierher zu kommen. Bitte, bleib. Das ist alles Ninas Sache und Pauls Sache und ich meine, das habe ich jetzt begriffen. Komm, 2-3 Tage. Ich meine, was ist das für eine Fügung, die dich hierher gebracht hat? Dein Sohn trifft in Thailand meine Nichte, die immer noch in dem Ort wohnt, in dem du als Kind den schönsten aller Sommer verbracht hast. In meiner Erinnerung war das zumindest. Das muss doch was bedeuten. Und was, wenn nicht? Dann fährst du wieder nach Hause und hast dir nichts vorzuwerfen. Außerdem gibt es sowieso keinen schöneren Ort im Sommer als Rust und den Storchenhof. Das behauptest du. Ich mache dir auch einen Sonderpreis für das Zimmer. Ehrlich? Hallo. Schön hast du es hier. Ja. Hast du vielleicht einen Wein für mich? In der Küche? Okay, ich hole ihn, ne? Neben dem Kühlschrank. Zugenommen seit Thailand. Unwesentlich. Weißt du schon, was es wird? Lass mich überraschen. Als du mich in Paris versetzt hast, wusstest du da schon, dass du schwanger bist? Ich habe nicht gewusst, ob ich es behalten will. Darüber hätten wir gemeinsam sprechen können, oder? Ja. Und was hättest du gesagt?
Naja, ich weiß nicht. Siehst du? Was denn? Du bist nicht der Typ für Familie. Hast du selber gesagt in Thailand, dass dir deine Karriere wichtig ist. Ich weiß, was ich gesagt habe. Aber da wusste ich noch nicht, dass ich Vater werde. Außerdem haben wir uns ja in Paris verabredet, um mit Abstand zu schauen, ob das mit uns beiden was werden könnte. Was werden könnte? Du hast den Termin zweimal verschieben müssen, weil dir irgendwas Wichtiges dazwischen gekommen ist. Was glaubst du, wie ich mich da gefühlt habe? Ja, und das tut mir auch leid. Aber dann war ich in Paris. Und ich meine, hey, wer von uns beiden hat wie der letzte Vollidiot einen Tag vorm Eiffelturm verbracht und gewartet? Das war ich. Und wer hat dann nicht mehr geantwortet, dass ich mich dafür entschuldigen wollte? Das warst auch du. Ach so, das war eine Entschuldigung, ja? Nina, bitte. Wie ist das überhaupt passiert? Ich meine, wir haben ja verhütet. Biologie? Ich bin um die halbe Welt geflogen, um dich zu sehen. Wozu, um Vater zu spielen? Jetzt hör doch bitte auf. Ich dachte, du hast die Postkarte geschrieben, damit wir wieder zusammenkommen. Ich brauch Geld. Geld? Ja. Sag mal, du meinst es echt ernst mit dieser ganzen Jugendamtsscheiße, hä? Es ist auch mein Kind. Ich will es sehen. Ab und zu kannst du dein Kind sehen, sicher. Ach, ab und zu, ja? Warum schaust du nicht erst in deinen vollen Terminkalender, ob du überhaupt Zeit hast? Damit kommst du nicht durch. Ich habe Rechte. Und das Kind übrigens auch. Das Kind? Das Kind ist mein Kind. Wo warst du überhaupt? Geh schleichtig und nimm deine Mutter am besten gleich mit. Vollidiot. Ich glaube, ich brauche bald eine Brille. Du weißt doch was, oder? Du mit deinem Elefantengedächtnis. Die haben wirklich Lakatosch geheißen, oder? Es wird schon seinen Grund haben, warum Marias Eltern ihr nichts über ihre wahre Herkunft gesagt haben und warum sie so abrupt nach Deutschland gefahren sind. Hm? Es steht mir nicht zu, mich einzumischen. Du bist wirklich die dickköpfigste und starrsinnigste Frau, die ich kenne. Und vergiss nicht, die schönste. Kann ich Ihnen helfen?
Ja, ich suche einen Gast, der womöglich bei Ihnen wohnt. Maria Graf. Ach, Sie müssen Marias Sohn sein. Wie schön. Ja, die Ereignisse haben sich etwas überschlagen. Ja, Ihre Mutter ist unterwegs. Möchten Sie bei einem Café auf Sie warten? Ja, gerne, danke, ja. Danke. Schön haben Sie es hier. Martin. Paul. Ich weiß. Ist das nicht ein bisschen viel? Findest du? Muss ich dir auch noch nehmen. Ich nehme die. Mm. Aber die Buchteln meiner Mutter waren besser. Mein Vater konnte gar nicht genug davon kriegen. Deine Mutter hat manchmal in der Schulküche gebacken, oder? Ja, kann sein. Ja, und dann hat sie mal so köstlich geduftet. Hast du noch Verwandte in Ungarn? Angeblich gab es noch einen Zweig der Familie in Nordungarn, aber ich habe nie jemanden kennengelernt. Da bin ich so viel gereist. Ausgerechnet in Ungarn bin ich dann später nie mehr gewesen. Bitte, gern geschehen. Danke. Ah, unser Storchenhof damals. Ja, und die alte Volksschule. Da war die untergebracht. Summer of love. Those were the days. Maria, ist alles in Ordnung? Maria, was ist denn? Da waren diese österreichischen Kinder, die haben mich rumgestoßen und haben mich angeschrien. Zigeuner, Zigeuner, Zigeuner! Und dann haben sie Steine geworfen und ich habe geblutet am Kopf und an der Nase. Und meine Mutter hat sich so furchtbar erschrocken und so furchtbar geweint. Und ich... Da war so viel Blut. So viel Blut. Oh. Deshalb seid ihr so plötzlich. Ildi hatte recht. Meine Eltern waren Roma.
Wir sind Roma. Und ich habe alles vergessen, weil alles so schrecklich war. Ich wollte nicht weg. Ich wollte hier bleiben. Ich wollte bei dir bleiben, Harika. Vielleicht komme ich gar nicht aus Patch. Ich bin einmal dort gewesen nach meinem Studium. Hab nach Verwandten gesucht, aber ich habe natürlich niemanden gefunden. Ich habe ja auch unter einem falschen Namen gesucht. Sie haben sogar unseren Namen geändert. Lakatos, Farkas. Sie haben unsere Herkunft verleugnet, unsere Vergangenheit. Das war alles Lüge. Das Leben meiner Eltern, mein Leben, alles gelogen. Nein, nicht alles. Unsere Zeit hier als Kinder, die ist wirklich passiert. Die Liebe deiner Eltern, die war echt. Und was wir jetzt erleben, das ist es auch. Ich habe überall nach dir gesucht. Wir waren verabredet für die Seefestspiele, schon vergessen? Konnte ich nur so lange glauben, dass wir zwei zusammengehören. Simone, es tut mir wirklich leid, aber... Na, Sie können sich freuen. Wer, ich? Ja, du. Er ist eine Granate im Bett. Simone, bitte. Es reicht jetzt. Nein. Eins sollen Sie noch wissen. Unser lieber Herr Brandl hat gerne mal ein heißes Gspusi im Sommer mit attraktiven Damen. Ich habe auch dazu gehört. Aber kaum fallen die Blätter von den Bäumen, dann weiß er nämlich nicht mehr viel davon. Tut mir leid, ich gehe jetzt. Auf Wiedersehen. Simone, spinnst du jetzt total? Wir zwei reden noch. Das wäre so schön, wenn wir zwei mal wirklich miteinander reden würden. Maria. Maria, bitte. Harald, das mit uns, das ist eine Fantasie, eine Fata Morgana, eine Illusion. Das stimmt nicht. Ich weiß es und du weißt es auch. Glaubst du, das reicht? Eine Kindheitserinnerung, ein merkwürdiges Wiedersehen, ein bisschen Burgenland-Romantik? Wovor hast du Angst? Glücklich sein? Anzukommen? Nicht weiterziehen zu müssen? Oder dass dir das alles wieder genommen wird? Was? Deine Heimat. Warum glaubst du nicht an uns? Warum sollte ich an uns glauben? Sag mir einen Grund. Ich liebe dich. Ich dich auch. Oh nein, ich wollte das jetzt gar nicht sagen. Wirklich nicht. Entschuldige, Harald. Ich muss jetzt nachdenken. Ich muss jetzt nachdenken. Lach nicht. Swing low, swing low for the Kiwi. Mama! Hallo, endlich! Na bitte, kommen Sie. Aber es gibt Udler. Udler. Uhudler. Euer Burgenländler Tropfen erfetzt, im Gegensatz zu euren Frauen. Bitte, ich hab dir das mit der Nina bereits genau erklärt. Sag mal, Paul, seit wann bist du denn eigentlich hier? Hm? Na, lang genug, um mir von Nina eine 1A-Abfuhr abzuholen. Hm. Ich sehe Sie vor Gericht wieder. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Jetzt hören wir mal zu, ja? Na, Martin, das wird super. Das wird super. Jeden einzelnen Besuchstermin werde ich hier aus dem Ärmel leiern. Irgendwann sehe ich mein Kind nur noch an Weihnachten, am Geburtstag. Aber ich kann ungestört Karriere machen. Ja. Nix Familie. Das ist herrlich. Paul, du hast jetzt genug getrunken. Hm? Ach, Mama. Wir waren doch verliebt im letzten Sommer.
Wir hätten es auch schön haben können. Wir haben es doch schön gehabt, aber für mehr hat es eben bei mir nicht gereicht. Ach, Harald. Ich dachte, du siehst das genauso. Ach. Es tut mir leid, dass ich das nicht gemerkt habe. Und jetzt ist plötzlich nach 50 Jahren Maria wieder da. Unglaublich. Räumen das Leck auf. Da sollen wir schönere Söhne machen. Das ist übrigens der Paul. Maria? Morgen. Guten Morgen. Ist Nina da? Die ist gestern Abend verreist. Was? Wohin denn? Hat sie nicht gesagt. Können Sie ihr bitte sagen, dass ich da war und ihr das von mir geben? Ja, sicher. Ja, ich fahre jetzt gleich nach Köln und hier ist meine Visitenkarte. Sie kann mich jederzeit anrufen oder mir schreiben. Postkarte? Ich sag's ihr. Kommen Sie doch irgendwann mal wieder. Können Sie auch Ihren Segelkurs fertig machen? Ja, vielleicht. Wiedersehen. Servus. Bist du denn? Harald, ich fahre nach Hause. Mein Flieger geht in 3 Stunden. Maria, lass uns reden. Du kannst jetzt nicht einfach wegfliegen. Tut mir leid. Entschuldigen Sie, können Sie vielleicht da vorne halten? Was muss ich eigentlich tun, um sie loszuwerden? Gar nicht so einfach, oder? Na, ist nicht einfach. Nina. Ich habe meinen Sohn alleine großgezogen. Und wir haben das ziemlich gut hingekriegt, Paul und ich. Aber es hat was gefehlt. Eigentlich immer. Familie, Geborgenheit. Ein Kind braucht Mutter und Vater. Das weiß ich längst. Also, wenn Sie unbedingt wollen, dann halte ich mich aus Ihrem Leben raus. Aber geben Sie doch wenigstens Paul eine Chance. Als Vater.
Und vielleicht als Mann? Sind Sie fertig? Nein. Wir müssen trotzdem mal anders weiterreden. Wieso? Weil es losgeht, glaube ich. Oh Gott. Geht das? In welches Krankenhaus? Nächst ins Krankenhaus, zum Storkenhof. Nina, was ist? Nein, hier ist Maria. Was machen Sie denn gerade? Wieso? Unser Kind kommt gleich zur Welt. Jetzt schon? Ich komme. Alles gut? Tante Indi, Papa, komm, Sie können bei der Nina, ist es soweit. Geht's? Was? Sag einmal, warum hast du denn jetzt schon die Wehen? Keine Ahnung. Der Termin ist doch erst in 2 Wochen. Keine Panik, Leute, die Hebammenfeuerwehr ist da. Hier ist niemand panisch. Noch nicht. Brauchst du noch irgendwas von zu Hause? Ich nicht. Das ist Wasser. Ja, habt ihr ein Handtuch? Ja, sicher. Ich hätte nicht herkommen sollen. Ich mache mich zum Narren, wie in Paris. Das ist doch Quatsch, Paul. Nina sehnt sich nach Liebe, nach Geborgenheit und nach dem Vater ihres Kindes. Und das bist du, mein Sohn. Ja, davon habe ich bis jetzt noch nichts gemerkt. Ach, Unsinn. Es ist aber so. Glaub mir das. Wir sind wirklich Zigeuner? Stimmt das? Ja. Roma. Wir sind Roma. Zigeuner darf man ja nicht mehr sagen. Also meine Eltern und ich, wir sind Roma. Du nur zur Hälfte. Dein Vater ist eindeutig deutscher Rheinländer. Aber Oma und Opa haben dir nie etwas gesagt? Das ist alles nicht so einfach, Paul. Sie waren Flüchtlinge, sie hatten Angst, sie waren traumatisiert. Sie wollten uns schützen, dich und mich. Vor Diskriminierungen, vor Anfeindungen. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Ja, nix. Ist alles gut. Ich bin froh, dass ich endlich weiß, warum meine Eltern mir so viel verschwiegen haben. Als ich aus Köln losgeflogen bin, habe ich gedacht, ich wüsste so ziemlich genau, wer ich bin. Und jetzt? Eines ist klar. Du bist und bleibst meine Mama. Auch wenn du mir manchmal ganz schön auf die Nerven gehst. Du mir auch, das kannst du mir glauben. Jetzt geh doch zu ihr. Los, geh schon. Geh. Ach. Danke, Mama. Danke. Tja. Es ist schon ganz schön komisch, wie das Leben so spielt. Oder, Gustav? Nina, ich... Du schleichst dich jetzt raus! Jetzt!
belästigt dich unser Experte. Nein, ich glaube, der will allmählich losfliegen. Mal schauen. Letztes Jahr ist er einfach hier geblieben. Dass die immer genau wissen, wo sie hingehören? Ich könnte dir ein paar Gästezimmer zu einem kleinen Apartment umbauen. Aha. Oder zu einer Wohnlandschaft. Ich hasse Wohnlandschaften. Aber die Küche bleibt mein Reich. Ist der Sternenhimmel. Ohotar, Ochilla Goschke. Na, kommt endlich essen! Ja.